Hey, ich bin Jan von Running Culture. Für Keller Sports habe ich mir zwei aktuelle Laufschuhe von New Balance genauer angeschaut. Mit dabei ist der FuelCell Rebel 2 und der RC Elite 2. Beide Modelle sind mit dem FuelCell Foam ausgestattet und es geht darum, euch mal zu zeigen, was die Schuhe auszeichnet, wie sie sich unterscheiden und natürlich, für wem die Schuhe genau die richtige Wahl sind. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Zum Einstieg macht es Sinn, dass wir uns mal das New Balance Lineup anschauen. Das lässt sich sagen, so grob in zwei Bereiche unterteilen. Wir haben zu einmal FuelCell und auf der anderen Fresh Foam. Das sind beides Mittelsohlenmaterial, mit dem New Balance ihre Laufschuhe baut. Fresh Foam ist ein sehr weiches Material mit dem Fokus auf Komfort. Es wird beispielsweise im Klassiker schlechthin für New Balance eingesetzt, im 1080, der dafür bekannt ist, ein hohes Komfortlevel zu haben und mit dem man wirklich die ganzen Longruns absolvieren kann. FuelCell ist auch weich vom Dämpfungsgefühl, aber besitzt dennoch eine höhere Energierückgabe. Das heißt, das Material kommt bei den Schuhen zum Einsatz, wo es wirklich um Tempoläufe geht oder um Wettkämpfe. Und genau darum geht es heute. Starten wir mit dem FuelCell Rebel 2. Ein wirklich vielseitiger Laufschuh mit dem Fokus auf Dynamik. Wie schafft das New Balance? Na klar, über die Mittelsohle. Der FuelCell Foam zieht sich über die komplette Länge und liefert beim Laufen ein sehr weiches Laufgefühl. Dennoch besitzt er noch eine gute Stabilität, besonders über die Ferse und über die Schnürung, wo man wirklich sicher im Schuh sitzt, aber auch viele Freiheiten. Gerade im Vorfuß, das Mesh besitzt keine störenden Elemente und lässt einem beim Laufen halt viel Bewegung, zu. Das sieht man auch in der Mittelsohle, die ist schon sehr flexibel. Das heißt, wenn ich den Schuh auf längeren Distanzen laufen möchte, benötige ich schon eine gewisse Stabilität oder eine gewisse Lauferfahrung. Somit ist es für den erfahrenen Läufer sicherlich ein Schuh, mit dem er seine Longruns angehen kann, aber auch natürlich Tempoläufe. Bei einem Laufanfänger sehe ich den Schuh eher in dem Bereich, wenn ich sage, ich habe schon einen stark gedämpften Schuh und möchte jetzt einen schnelleren Schuh haben, wo es auch mal Richtung Wettkampf gehen kann, dann ist der FuelCell Rebel 2 dafür die optimale Wahl. Weil er durch dieses FuelCell Foam wirklich schon sehr antreibt, aber wiederum auch noch ein gutes Maß an Dämpfung und Komfort hat. Kommen wir nun zum FuelCell RC Elite 2. Sicherlich einer der schnellsten Carbon Racer aktuell auf dem Markt. Hier bringt New Balance FuelCell Foam in Verbindung mit einer durchgehenden Carbonfaserplatte zusammen. Natürlich mit dem Fokus auf Wettkämpfe. Wenn wir uns mal die Mittelsohle genauer anschauen, also im Vergleich zum Rebel 2, sieht man schon, dass die um einiges höher ist. Das bedeutet ganz klar, dass in der Mittelsohle einiges mehr noch am FuelCell-Foam verarbeitet ist, um einfach in der Verbindung mit der Carbonfaserplatte den Antrieb nach vorn optimal zu unterstützen. Wie es sich für einen Wettkampfschuh gehört, hat New Balance natürlich auch versucht, das Gewicht an vielen Ecken zu minimieren. So sitzt im Upper ein Knitmaterial, wo man richtig durchschauen kann. Auch der Fersenbereich ist nur minimal gepolstert, liefert dennoch eine gute Stabilität. Und auch in der Mittelsohle gibt es so eine kleine Aussparung, wo man direkt auf die Carbonfaserplatte schauen kann, um einfach noch ein paar Gramm einzusparen. Was den Schuh noch auszeichnet, ist eigentlich für einen Carbon Racer eine gute Stabilität. Also der Schuh, klar, liefert ein weiches Laufgefühl durch Füße, aber ist überhaupt nicht schwammig und erlaubt auch mal ein paar Schritte über die Ferse. Überhaupt kein Problem. Aber wem richtet sich der Laufschuh? Ganz klar an die erfahrenen Läufer, bei denen es darum geht, am Wettkampftag noch die letzte Sekunde rauszuholen und eine neue Bestzeit zu laufen. Das schafft der Schuh halt optimal durch, wie gesagt, schon diesen Zusammenspiel zwischen Füße und Carbonfaserplatte. Treibt er einen wirklich bei jedem Schritt nach vorn und es macht wirklich viel Spaß, den Schuh zu laufen. Fassen wir das nochmal zusammen. Mit dem Rebel 2 bekommst du einen Laufschuh an dem Fuß, der eine Vielzahl an Trainingseinheiten abdeckt. Für Laufeinsteiger sicherlich ein super Laufschuh für die ersten Tempoläufe, Intervalle und auch Wettkämpfe, weil er zum einen nach vorn treibt, aber noch ein gutes Maß an Komfort besitzt. Für den erfahrenen Läufer ist es ein Schuh, mit dem du wirklich auch deine Longruns machen kannst, vorausgesetzt du hast eine gute Stabilität beim Laufen und natürlich auch vor allem für die Tempoläufe und Intervalle. Mit den RC Elite 2 sprechen wir auf jeden Fall die erfahrenen Läufer an. Hier ist es wirklich ein reiner Wettkampfschuh oder mal für Intervalle, wo es darum geht, neue Bestzeiten zu laufen. Der Schuh pusht dich bei jedem Schritt nach vorn und ja, macht einfach viel Spaß beim Laufen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Du konntest ein bisschen heraushören, was die Unterschiede zwischen den beiden Modellen ist und was vielleicht genau für dich der richtige Schuh ist.
Falls du Fragen hast noch dazu, dann einfach in die Kommentare damit. Und ich versuche dir natürlich da die optimale Antwort zu liefern. Und falls du Lust auf die Schuhe bekommen hast, dann schau einfach mal in die Videobeschreibung. Da packe ich dir Links rein zum Online-Shop von Keller Sports. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.